After his conducting debut had been a great success, Bohm had to decide between the position of opera director in Graz or that of fourth conductor under Bruno Walter in Munich. Ich hatte dann das Gefühl, ich muss lernen und bin durch die vorbildlichen Aufführungen, vor allem der mozartischen Werke, dann durch Bruno Walter eben auf Mozart sozusagen gesprungen und habe mich so in Mozart verliebt, dass ich nur den einen Wunsch habe, Mozart, Mozart, Mozart dirigieren. Und diesen Wunsch hat mir sogar Bruno Walter im ersten Jahr bereits erfüllt, hat mich im ersten Jahr bereits, sehen Sie, was das geheißen hat, für mich junger Menschen bei den Festspielen in München im Residenztheater die Entführung aus dem Serai dirigieren lassen, mit einer Besetzung, die ich mir heute wünsche, mit der Maria Übergehen, mit dem Paul Bender als Osmin und mit Richard Tauber unter der neuen Partie. So viele Menschen, die mir immer wieder sagen, sie hören so gern von mir Mozart. Es gibt sehr viele Musiker, die mir sagen, sie spielen so gern unter mir Mozart. Ich glaube, das kommt einzig daher, dass ich bei meiner Interpretation eben diese unendliche Liebe zu Mozart durchblicken lasse. Denn ich glaube ja überhaupt, dass der Künstler in seiner Interpretation sozusagen seelisch nackt dasteht. Denn sonst wäre ja die ganze Kunst ein Schwindel. Schubert hat einmal zu einem Freunde gesagt, kennst du eigentlich fröhliche Musik? Ich kenne keine. Und sehen Sie, Mozart hat, trotzdem er alle Symphonien in Dur geschrieben hat, nur zwei in Moll, ist er für mich trotzdem in seiner ganzen Kunst tief traurig. Ich kann auch bei diesem berühmten Saufduett in der Entführung nie lachen. Für mich steht im Hintergrund immer ein tiefer Ernst. Vivat Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Vivat Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, war ein braver Mann. Ob ich's wage, ob ich trinke, ob's vor aller vielen kann. Was hier? Das Zaudern, hinunter, hinunter, nicht lange gefragt, nicht lange gefragt. Nun wär's geschehen, nun wär's hinunter, das hat